Ist das etwa die Streiterin aus dem Osten? Dann muss ich dir etwas sagen. Die Streiterin soll die Arena erobert haben. Und ich hab's verpasst. Ich hatte Wachdienst. Das ist hart. Das war vielleicht ein Kampf. Brände. Du warst dort? Komm, wir handeln. Ja, ein gesamter Trupp. Alle in den Clanlanden wissen, was du für mein Volk getan hast, Ostländerin. Was? Ich helfe gerne, wenn ich kann. Ich halte Augen und Ohren für dich offen. So gut, mein Freund. Hier passiert nichts, ohne dass ich davon erfahre. Ich gebe ungern zu, aber Regala ist wirklich schlau. Da fällt mir ein, wenn du nach Rationen suchst, die dir in der Wildnis das Überleben sichern, solltest du nach Salzbis gehen. Das ist eine Wüstensiedlung im Osten, großer See, nicht zu verfehlen. Die Köchin, Hentala, kocht für alle. Egal, ob sie Tenant sind oder nicht. Danke fürs Bescheid sagen. Wenn ich dorthin komme, schaue ich bei ihr vorbei. Aber nur haarscharf. Digga, hab erzählt, die Rebellen seien im Anmarsch. Regala wird den Hain. Vorsichtig, nicht die Hände einfärben. Wir vergeuden unnötig Zeit hier draußen. Du da! Ein Marschall ersucht um Audienz beim Clan-Kommandanten. Ich dachte, alle Marschälle wären tot. Wir bewachen den Weg zum Berg. Wo die Flügel der Zehn uns finden werden. Okay, Marschall. Ich rufe den Lift für euch. Ich übernehme das Reden bei Tecote. Wir werden sehen. Wieder da. Das war also dein Heim. Vor langer Zeit. Komm schon. Konzentration. Weiter so. Hallo? Was war mit dieser Fremden? Wunde. Sagen wir, der Häuptling bekommt seinen Willen. Dauerhaften Frieden mit dem Kater. Ja, das geht mir genauso. Noch immer nichts vom Graugipfel. Weder vom Eulentrupp noch vom Rettungstrupp. Gib ihnen Zeit. Vielleicht graben sie immer noch alle aus. Es ist, als würde jeder... Regala ist wirklich schlau. Wir reden hier von Arena. Ich wusste, die meisten Marschälle würden bei der Gesandtschaft sein. Hat sie mit einem Schlag ausgelöscht. So eine nette Begrüßung. Ein fremder und ein verstümmelter Marschall. Spektakel. Alle unsere Marschälle in meiner Heimat. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Wenn sie mich umschauen oder wenn sie mich anstarten. Ich wurde. Sagen wir, der Häuptling bekommt seinen Willen. Dauerhaft Kaplan mit dem Kater. Noch vom Rettungsstand. Auf Metallmann, bitte leicht. Ja.
Es ist die einzige Diener, der darauf verschwindet. Wir wollen zu Tecote. Lasst uns rein. Der Sohn des Himmelsklans kehrt zurück. Preiset die Zehn. Dein Häuptling befahl die sofortige Entsendung von Kämpfern für die Kulrut. Wir wollen sicherstellen, dass deine nicht unterwegs verloren gingen. Verstehe. Regala hat dem Häuptling schwer zugesetzt, wenn er euch beide als Boten schickt. Sie besiegte Regalas Champion Krudder bei der Gesandtschaft. Sie kämpfte ehrenvoll. Ich war so klug, meine Soldaten von dort fernzuhalten. Und auch jetzt bin ich so klug, meine Kämpfer hier zu behalten. Wenn sie kämpfen, dann hier. Zum Schutz der Mauer und des Clans. Diese Mauer wird dich nicht schützen. Nicht vor den Maschinen, die Regala kontrolliert. Sie stehen schon vor deinen Toren. Was weißt du denn von den Schlachten, denen das Bollwerk getrotzt hat? Dem vergossenen Blut. Ich weiß, dass es kein Schild für einen Feigling sein sollte. Du warst einst ein großer Krieger. Doch das ist vorbei. Richte Hecaro aus. Mit allem Respekt. Wir behalten unsere Kämpfer hier, solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind. Ich hab's gesagt. Worte sind bei ihm nutzlos. Wir müssen ihn wohl töten. Nicht einfach bei den ganzen Männern. Hörst du überhaupt zu? Solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind, meinte er. Warte hier. Ich muss mir diese Mauer näher ansehen. Was? Warum? Diene dem Andenken der Zehn. Du sollst eine neue Rüstung haben. Sie ist vielleicht nicht so stark, wie Tecote glauben mag. Ich muss runter zum Fuß der Mauer und sie mir ansehen. Komm, wir handeln. Mal zum Handeln. Ehre ist alles. Basta. Okay, scannen wir die Mauer. Dachte ich's mir doch. Etwas aus Metall steckt darin. Die Felsen stören meinen Scan. Ich muss näher ran. Aber wie? Ich könnte vielleicht da links die Mauer hinaufklettern. Bei dem Wasserfall. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Ja.
dieses Wasser her. Da fließt Wasser in die Mauer. Ich müsste die Steine rausstellen können. So, ich scanne den Panzer nochmal. Ein Energiekern. Wenn ich den hochjage, bloß wie? Ja, hier gibt's nichts mehr zu tun. Ich sollte zu Kutalo. Sagte, er entsendet keine Kämpfer, solange sie hinter dem Bollwerk sicher sind. Richtig? Hab's nicht vergessen. Also, reißen wir es ein. Hast du dir den Kopf angeschlagen? Ich mein's ernst. Etwas aus der alten Welt steckt da drin fest und es hat eine Energiezelle. Wenn ich die sprenge, könnte ich die erste Schicht Fels und Metall durchdringen. Selbst wenn es stimmt, was du sagst, wäre dazu eine Kanone nötig. Du hast recht. Und du sagtest, die Rebellen holen sie sich von den Maschinen im Tal. Comet! Nein, ich mache nicht mehr mit bei diesem Irrsinn. Hikaru hat dir befohlen, mir zu helfen. Willst du ihm trotzen wie dieser arrogante Dreckskerl? Das war ein gemeiner Vergleich. Die Rebellen lagern vielleicht nordöstlich von hier. Und was dann? Wir beide gegen alle von denen? So ungefähr, ja. Ja, dir fehlt es an Vernunft. Gut fehlt dir nicht. Also, vorhin, mit Tecute. Zwischen euch scheint es ja böses Blut zu geben. Das stimmt. Wenn wir deinen Plan überleben, erzähl ich's dir vielleicht. Ich nehme dich beim Wort. Wir nähern uns dem Ort, an dem wir zuvor die Rebellen sahen. Tja, jetzt haben die Rebellen wohl jede Menge Feuerkraft. Perfekt! Abmarsch! Übernimm du die anderen. Ich folge dir. Die schwere Waffe einer Maschine könnte nützlich sein. Ausgeschaltet.
Ich bin am Boden festgefroren. Ausgeschaltet. Ruhig bleiben. Und bringen wir ihnen Respekt bei. Ausgeschaltet. Der Bestien kämpfen erbittert hat.
Kannst du sie einfrieren? Sieh mal einer. Sie einfrieren! Wird kein Spaß, das Ding bis zum Bollwerk zurückzuschleppen. Hier. Mein Arm ist zwar weg, aber mein Rücken ist noch da. Mach dir.
Hey, du hast gut gekämpft. Hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Die Rebellen und ihre Maschine zu töten. Es war tatsächlich gut, sie anzugreifen. Glaubst du wirklich, dieses Ding kann uns helfen? Wir werden es sehen. Bitte sehr. Aber du brauchst nicht nur eine Kanone. Du brauchst ein Wunder. Kommt sofort. Und? Los.